Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Isoland. Das Mikro steht ein bisschen weit oben. So. Ja, ich hatte in der letzten Folge ja was angekündigt. Und zwar, dass wir hier bei Isoland weiterbauen. Nun hat sich mir natürlich eine folgende Frage gestellt im Laufe des letzten Tage, der letzten Tage. Und zwar, sollten wir das wirklich tun? Jetzt werden Befürworter von Isoland sagen, was du und nicht weiter. Und zwar hat das jetzt folgenden Grund. Der Wolke ist auch wieder dabei. Hallo Wolke. Wolke? Wolke. Ich glaube, er hört mich gerade nicht. Bis gleich. Ja, der Wolke habe ich gerade nicht gehört, weil mein Mikro ausgerutscht ist. Hallo Wolke. Hallo. Whatever guest. Ja. Ja, Wolke war jetzt auch alle Folgen dabei, das war sehr unbeabsichtigt, eigentlich war das gar nicht so geplant, aber er hat jede Folge mitgeredet, brav. Ihr seht gerade, ich habe auch ein anderes Texture-Pack drin. Und darum habe ich mir jetzt etwas überlegt. Ich habe überlegt... Oh. Und dann fiel mir auf, dass ich keine Rechte dazu hatte. Okay, dann halt nicht. So, jetzt habe ich Rechte dafür. So. Und darum habe ich mir jetzt überlegt, ich werde jetzt einfach in den Kreativmodus schlüpfen. Und diese Map hier mal schnell so zu Ende bauen, wie ich sie mir denn am Ende erwünschen würde. Und das hätte jetzt ganz einfach den Hintergrund. Wir könnten jetzt natürlich hier jetzt noch Wälder im Wald hinbauen und da noch was anbauen und hier noch was anbauen. Aber im Endeffekt wäre das natürlich nichts anderes als das normale Let's Play, was wir auch nebenbei führen. Auf Deutsch hätte ich zwei Let's Plays, wo ich einfach baue. Isoland habe ich ja deshalb als zweites Let's Play gemacht, weil es was anderes war. Weil es einfach mal so eine Überlebensmap mit Aufgaben auf einer Insel war und das ist ziemlich cool. Aber da das natürlich jetzt so vorbei ist, hat es seinen Reiz natürlich ein wenig verloren. Und darum würde ich sagen, wir schmeißen jetzt einfach mal den ganzen Koppel weg hier, was wir nicht brauchen, das zum Beispiel. Und ich baue einfach mal so jetzt die Welt hier weiter mit euch, wie ich sie mir am Ende vorgestellt hätte. Das ist wirklich nicht mehr viel. Es hätten jetzt wahrscheinlich noch so 5-6 Folgen wären es noch geworden. Also krämt euch nicht, Leute, die das jetzt sehen wollten noch. Es wäre jetzt nicht mehr so viel geworden. Es wäre innerhalb der nächsten Folge sowieso vorbei gewesen. Ihr verpasst also nicht viel. Naja, es ist halt die Frage, ne? Was willst du noch bauen? Ich meine, du baust ja so schon... Du kannst ja auch nicht Ideen, die du jetzt zum Beispiel, die ich noch zum Beispiel in meiner richtigen Welt habe, kann ich mir jetzt nicht auch einfach wegnehmen. Sonst könnte ich es ja nachher in der richtigen Welt bauen. Ja, das ist richtig. Man würde auch den Spaß verlieren, wenn man Dinger viermal baut. Und deswegen, Ja, es hat alles so seine... Baue ich das einfach mal jetzt zu Ende in der letzten... Das wird natürlich dann die letzte Folge insgesamt jetzt. Wie mache ich das jetzt hier? Oh, das ist einfach so. Und ja, der Wolke war dann zufällig alle Folgen dabei. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber ist ja ganz lustig. Da haben wir mal zwei Kommentatoren gehabt. Das lässt sich immer wesentlich einfacher handeln. So kann man einfach... viel besser und entspannter Spiel, wenn man noch jemanden hat, der mitlabert. No. Und als Ersatz-Let's Play wird es wieder, das hatte ich ja überlegt, ob ich das wieder mache, und ich werde das wahrscheinlich machen, weil mir das sehr entgegenkommt. Ersatz-Let's Play, also das nicht Ersatz, das nächste Let's Play wird einfach wieder League of Legends sein. Ich habe jetzt lange überlegt, ich wollte eigentlich was anderes machen, League of Legends war jetzt so nicht mein preferter Wunsch sozusagen. Englisch for the best und so. League of Legends wird auf jeden Fall das nächste Let's Play sein, aus dem ganz einfachen Grunde. Ich spiele League of Legends ja momentan als einziges Spiel in meiner Freizeit und das auch sehr ausgiebig. Und da kommen sehr viele Spiele zustande. Kann ich bestätigen. Und wir werden das nicht so machen wie beim letzten League of Legends, dass ich ein Spiel spiele und es währenddessen kommentiere. Das hat dazu geführt, dass manchmal einige Lags da waren, weil League of Legends ja ein sehr internetlastiges Spiel ist und mein Internet nicht das Beste ist. Mein PC ist zwar sehr gut, aber mein Internet ist nicht unbedingt das Beste. Ich habe normale 16K-Leitung. Das ist jetzt nicht so viel. Und darum wird... Mehr als bei mir. Ja, und du bist ja sowieso die Ausnahme, ne? Sagte er liebevoll. Und darum wird einfach... Werde ich einfach zocken. Wenn ich sage, okay, das Spiel, das wird veröffentlichen, dann werde ich mir einfach dieses Spiel schnappen. Ich habe ja Roll Recorder. Werde es starten, werde es noch einmal aufnehmen mit Raps, was natürlich keinen Lachs verursacht, bessere Grafik für euch bedeutet. Und im Endeffekt,
und im Endeffekt für mich auch leichter zu kommentieren. Also ich kann mich im Spiel besser aufs Spielen konzentrieren, liefere so wahrscheinlich auch dann bessere Spielergebnisse ab, habe mich auch verbessert, was meine Spielweise angeht, würde ich jetzt einmal von behaupten. Und ja, im Endeffekt ist es sehr angenehm. Ich kann euch, ich kann nicht nur sinnlos labern, so jetzt hilft mir diesen Minion, sondern ich kann auch nebenbei mal erklären, was ich mir gedacht habe bei der Aktion in dem Moment. Natürlich ist dann vorauszusetzen, dass ich die Aktionen, dass ich das Let's Play kurz vorher aufgenommen habe. Es wird sicher ein oder andere Mal dazu kommen, dass ich sage, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, was da meine Hintergrundgedanken waren. Aber auch das sollte ja okay sein. Ich denke mal, du kannst halt eben da auch dann wirklich mehr auch noch auf deine Mitspieler eingehen, auf die Gegner, kannst da viele Taktiken viel, viel besser, genauer erklären. Und was bei sowas natürlich auch eine Option war, da hat er vollkommen recht, wäre, ich könnte auch fremde Spiele kommentieren, das wäre auch ein Ding. Wenn jemand einfach sein Spiel kommentiert haben möchte, auch mit Kritik und so, kann man das natürlich auch in so ein Let's Play einbauen, das ist ja absolut kein Ding. Dann schickt man mir einfach auf LOL Nexus den Link zu und dann kann ich sowas auch machen und das kann euch vielleicht helfen. Kann auch belustigend sein, vielleicht spielt er ja wesentlich besser als ich, was nicht unbedingt schwer ist. Und ja, vielleicht, weil man weiß es ja nicht, ne, ist ja so. Ich bin nicht umsonst, nicht umsonst muss man sagen, spiele ich in der Bronzeliga. Kann einfach nicht sein, dass ich einer der Besten bin. Ganz einfach. Aber in dem Zusammenhang kannst du ja vielleicht auch erwähnen, mit deinem Team, das hat sie ja schon mal erzählt. Ach so, dass ihr da was am Aufbauen seid. Man kann erwähnen, dass das werde ich wahrscheinlich auch als eine Randnotiz in jedes Let's Play mit einfügen, was von League of Legends kommt, dass wir momentan auf League of Legends ein Team gegründet haben, das nennt sich Fog of War, Abkürzung Warfog. Und dieses Team ist momentan im Aufbau, das gibt es seit 5 Tagen, also wirklich noch jung. Wir sind mittlerweile schon fast über 10 Leute. Wir spielen mit einer ungefähr 8-Mann-Gruppe permanent Ranked 5 vs 5. Momentan, also heute höchstwahrscheinlich wird das dann verkündet. Ich bin da Teamleiter mit dem, mit jemand anderem noch zusammen und noch jemand, der aber wesentlich seltener offline online ist als wir. Wir sind eigentlich täglich online und heute wird verkündet, wer dann das Main-Team ist und dann werden wir noch ein zweites Team oder Squad aufmachen, in dem dann die anderen Leute spielen werden. Wir suchen also immer noch Leute. Also das, wir wären momentan jetzt so 8 Leute, das erste Team wäre voll und für das zweite suchen wir halt noch. Wer also Interesse hätte, Spaß hat an League of Legenden und wirklich auch permanent online ist und versuchen möchte was zu erreichen, man muss einfach sagen, das Team soll schon dazu dienen, ein bisschen was zu erreichen im Spiel, der kann sich doch gerne bei uns melden, das ist absolut kein Problem. Wir nehmen da so ziemlich und der mindestens 18 ist, also 18 ist Pflicht, das Alter. Was wolltest du gerade sagen wollten? Ja, na, die Videos, die ihr dann einschickt, das könnte ja dann praktisch so Bewerbungsvideos auch werden sein können. Bewerbungsvideos. Deswegen. Genau. Ja. Wenn einer sagt, hey, ich hab voll Interesse und so, und dann siehst du da ein Video und siehst, oh, der ist ja mega krass, der kann ja voll viel, der kann ja viel mehr als ich. Also, 10 Minions in 10 Minuten oder was? Ja, also das ist jedenfalls schon mal was. Immer positiv denken. Nee. Nee, ich bin lasse gleich ziemlich gut. Er macht sich. Was? Nö. Ich habe da Kritik gehört. Harte Kritik an mir. Hart war ich ja gar nicht. Das kann ich bestätigen. Nee, nee, gut. Wir schweifen schon wieder komplett ab hier. War das mit dem Schweif jetzt irgendeine Anmerkung oder habe ich das falsch verstanden? Nein. Nein, genau das meine ich. Genau das war das Problem, ist das Problem. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da Bock habt, ich möchte jetzt auch nicht in Minecraft Let's Play zu viel reden, obwohl ich sehe gerade so eine Ankündigungsfolge vom nächsten Let's Play. Ja, geht das eigentlich? Genau.
Ja, also wer da Bock hat, kann auch mitkommen. Der Wolke gehört auch mit dazu, bloß nicht zum Squad, weil der Wolke leider zu inaktiv für also für den Squad ist. Genau. Das hat er aber auch selber eingesehen und sich gleich mal eine Ohrfeige verpasst. Übrigens, wen es interessiert, ich habe übrigens heute auch an der Eisbacken Challenge teilgenommen. Das Video ist natürlich auf meinem Kanal zu finden. Und auch der Wolke hat schon an einer Eisbacken Challenge teilgenommen. Der war vor mir dran. Ja. Und auch den sein Video findet ihr auf seiner Facebook-Seite. Wen das interessiert, wer sich sowas gerne anguckt, der ist da genau richtig und wird auf seine Kosten kommen. Ja, das war... Kalt? Bisschen. Bisschen, minimal. Ja, jetzt tut er wieder hier starken Mann. Im Video hat er gekriegt, wie so ein Mädchen. Ah, so. Das war schön. Ich fand so geil, wie du rumgehüpft bist. Das war wirklich dann... amüsant aus. Ja, im ersten Moment war es gar nicht so kalt. Und dann kam erst, wo dann die nassen... Ja, wo die nassen Klamotten dann so richtig schön... Das war dann so dieses... Dieser Moment, wo ich so dachte, oh, nein. Ist verständlich. Aber ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Und stolz auf mich. Ich auch. Sind wir stolz auf uns beide. Yay. Gemeinsam zusammen. Lass uns gemeinsam auf uns stolz sein. Klingt komisch. Ist gar nicht eingebildet. Nee, nee. Nur zwei gebildet. So. Zweideutig. Egal. Ich bin zweideutig gebildet. Wie letztes einer so gesagt, du bist gar nicht ein. Du denkst gar nicht ein zweideutig, du denkst eindeutig. Eindeutig in die falsche Richtung. Genau. So, dann machen wir auch hier das Loch jetzt mal zu hier. Und Dream da ein paar Setzlinge hin. Das war übrigens perfekt Englisch. Wenn man Bäume pflanzt, sagt man einfach Tween. Sagt man einfach Tween im Denglischen dazu. Wer kennt es nicht? Das ist eher die Frage, wisst ihr? Vielleicht war das sogar gar nicht mal so falsch. Was? In irgendeiner Kultur, die wir noch nicht erforscht haben. Kingungistan oder was? Oh ja. Da sprechen oh ja, die Klingultanisch. Klingundistan. So, ich bräuchte jetzt Pulver. Das Weiße. Haha, das denken alle wieder zweideutig. Weißes Pulver. Was ist denn eine Quantum Chest? Chest klingt wie... Was war ein Chest? Hä? War das ein Chest? War das nicht Westen oder sowas? Seit wann gibt's denn Quantum-Kisten? Was soll denn das sein? Wenn ich die anklicke, kann ich ein was reinpacken. Ich weiß aber auch nicht was. Vor allem sage ich gerade so, ja, Chest, war das nicht irgendwas mit Körper und so? Die Kiste! Ich sitze hier, hä? Kiste? Was ist denn eine Quantum-Kiste, hä? Die stelle ich hin, weißt dann kann ich ein was reinpacken, aber keine Ahnung was, das nimmt nichts an gerade. Vielleicht nur besondere Gegenstände. Habe ich, hab ich was verpasst irgendwie in letzter Zeit? Anscheinend schon, ne? Ich werde langsam zu alt für den Schokoladenmist hier. Zu alt für den Kram. Früher! Das sah das alles ganz anders aus. So, erster Baum. Damals. Zweiter Baum. Dritter Baum. Vierter Baum. Fünfter Baum, sechster Baum. So, das wäre die Baumtage. Baumtage. Baum, Baum, Baum sind alle meine Felder. Baum, 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 was? Ich hab keine Ahnung. Nein, gar nicht. Null. So, auch da habe ich Bäume platziert.
Jetzt kann man uns einfach zum anschaulichen Zwecke nochmal das Feld hier mit dem Weizen komplett aufpushen. Weizen. Quatsch, Knochenmehl. Doping für das Feld. Nur für das Feld. Ich fand den Spruch so geil. Ich meine, wer gibt sich wirklich so, so Hartzeug in den Mund rein? Also ganz ehrlich, also wer das macht, der muss schon einen leichten... Ich glaube, gibt's bestimmt genug. Ja, aber warum? Gute Laune, Spaß, weiß ich nicht. So, jetzt brauche ich echt noch Fackeln, war aber doch nicht genug, wenn ich die Fackeln alle wegnehme. Quatsch. So. Da noch eine hinmachen und da noch eine hinmachen. Da noch eine hin. Und hier. Hier und hier und hier und da und ach, hier könnte ich auch noch mal und so, Freunde, und das wäre an sich auch, guck mal, das spawnen jetzt Zombies drauf, das wollen wir natürlich so nicht haben, also wenn, dann würde ich jetzt hier noch eine Fackel drauf machen, genau so, da Fackel, dann mal runterhauen. So, das alles wäre natürlich die gesamte, so würde ich das ungefähr aufbauen, mehr wäre es also gar nicht geworden, wir hätten einfach alles noch ein bisschen schön gemacht, bla bla bla. Man könnte mal was versuchen, und zwar mit einem kleinen Trick. Mal schauen, ob es funktioniert, wenn ich unten den Boden mit Glowstone ausleuchte. Oh, so. Man sieht schon, das ist hier Stein. Also doch kein Bedrock, wie ich angenommen hatte. Angenommen, wir haben den ganzen Boden sinnlos mit Glowstone ausleucht. Huch, was ist das denn? Oh, das ist der Berg. Komm, ich tue mir mal jetzt hier so im Schnellverfahren. Woohoo! Glowstone auf den Meeresgrund anbringen. Ah, hier ist der Berg, okay. Muss ja auch zum Umbauen um den Berg. Dann gehen wir einmal hier rum. Ist gar nicht irgendwie langweilig oder so. Yeah! Batsch. Ich bin unter Wasser gerade, da macht's nicht Batsch. Ich hab beim Wolke gerade die Klingel geläutet. So, das ist natürlich jetzt noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da fehlt noch ein bisschen was, und zwar hier in die Richtung. Huch! Ah, hier ist das Schweinchen-Spawner-Ding, was wir gefunden hatten. Ja, das würde bei Tag, würde jetzt die Insel so aussehen. Das wäre unsere Insel bei Tag. Muss ich sagen, sehr idyllisch. Und bei Nacht, wo gucken wir, wie das ging. Set time night. Slash time set night. Ah. Und bei Nacht würde es dann so aussehen. Wenn man jemand runtergehen würde. Würde alles unter Wasser leuchten.
So eher nicht so, da sieht man nicht, aber so dann schon. Tja, das an sich wäre es gewesen, meine lieben Freunde. Wir haben gesehen, es ging hier überall raus. Und damit möchte ich das Display auch wirklich nicht unnötig in Länge ziehen. Tada! Und würde sagen, das war's für heute. Das war's für dieses Display. Ist eine schöne Map. Es gibt auf jeden Fall, wenn es Punkte geben würde, gäbe es volle Punkte. Gibt aber keine Punkte, deswegen gibt es auch nicht volle Punkte. Und wir sehen uns im nächsten Display. Ja, so ist meine Logik einfach. Und hier, so richtet man Zimmer übrigens ein. Und mit diesen Worten, adios und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Reingehauen.